Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Bioshock Remastered. Und hier buggt immer noch die Alarmanlage rum. Und ich werde jetzt einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn man Xander Cohen tötet. Ich probiere es jetzt, komm. Er ist natürlich nur Dini Splicer, der Wichser. Das ist er definitiv nicht, aber... wahrscheinlich kann man ihn gar nicht töten, ne? Da ist er. Doch, das ist er. Hallo, Xander, mein Freund. Hab ich noch genug Muni? Ja, gerne. Also doch noch ein richtiger Bosskampf. Wo ist er? Oben. Da ist er. Hallo, Xander. Fast ist er down. Der ist so dämlich. Er richtet tatsächlich den... Er richtet den Scheinwerfer immer auf sich. Tja, Xander. So viel dazu. Und wir können die Kette aufmachen. Oh, ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Aber es war doch ein elender Bastard, den am Leben zu lassen. Ganz ehrlich, das lasse ich jetzt nicht gelten. Wenn ich jetzt hier ein negativeres Ende bekomme, weil ich einen Massenmörder erledigt habe. Also das glaube ich nicht. Schön. 3x2 das Splicer-Organ. Doch, hat sich gelohnt. So, Cohen ist erledigt. Xander Cohen. So, es muss jetzt gerade sein. Und jetzt müssen wir noch eine Sache machen. Ach krass, nein! Boah, das muss ich kurz nachgucken. Moment, das muss ich ganz kurz nachgucken, ob ich es gerade richtig gelesen habe. Es gibt ein Achievement dafür. Das heißt Irony. The player has taken a picture of Xander Cohen's corpse. Es war so klar, es war so klar, 2K. Alter, es war so klar, dass man dafür noch ein Dings bekommt. Dass man dafür noch ein Achievement bekommt, wenn man den Xander Cohen selbst fotografiert. So, ich weiß, was ich jetzt mache. Ich hoffe, es ist der richtige Weg. Ich muss mal kurz gucken. Will jetzt zum Dings. Hier sind wir falsch, glaube ich. Ich glaube, hier sind wir falsch. Oder? Moment. Nee, hier gab es die Tickets. Hier ist der Fahrstuhl. Kann ich den kurz rufen eigentlich? Ich rufe ihn kurz. Ich glaube, war das nicht hier? Oh. Lass ich mal kurz. Es war nicht hier. Wo war denn das? Wie kam man denn da nochmal hin? Ich will jetzt nämlich in Xander Cohens Büro rein. Ich fahre jetzt nochmal kurz hoch. Es interessiert mich jetzt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt richtig ist, was ich gerade mache. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, man konnte da auch irgendwie zu Fuß hin. Man konnte da zu Fuß hin. Ja, ja, ich glaube, das ist falsch. Aber die Tür müsste ja jetzt offen sein eigentlich. Wenn das Xander jetzt tot ist. Ja, okay, das ist falsch. Glaube ich, oder? Nee, ah, Moment. Ist nicht hier? Nee, es war hier nicht. Hier liegt nochmal Munition, die kann ich mal kurz mitnehmen. Ah, fuck, wie kommt man denn da nochmal hin? Das war nicht hier, das war wo ganz anders. Ich glaube, das war... Ich muss nochmal zurückfahren. Ich muss nochmal ganz kurz zurückfahren. Einmal zurückfahren, dann gucken wir nochmal. Ich will jetzt noch in dieses Büro rein. Da lag noch ein Tonband und da waren noch andere Sachen drin, glaube ich. Und es muss jetzt einfach offen sein. Es muss jetzt offen sein. Es wird uns anders keinen Sinn machen. Aber wie komme ich da hin? Was ist denn das? Cohens Galerie, hier waren wir gar nicht drin. Wir waren hier gar nicht drin. Oh, wie creepy. Nein, der hat hier eine Little Sister. Alter, und ein Tonband.
Herrscher geht vor die Hunde. Und warum? Wegen denen, die immer hinter den Kulissen wirken. An der Hochschule, in den Galerien von Soho, sogar hier unten in diesem sogenannten Utopia. Die Zweifler. Ryan weiß Bescheid. Wir kommen gut klar miteinander. Ja, auf den Straßen fließt Blut. Ja, manchmal verschwinden Leute. Und diese schrecklichen kleinen Mädchen. Tja, die Zweifler denken eben, man könne ein Bild malen, ohne sich den Kittel zu beschmutzen. Cohen war also alles tatsächlich nur Kunst. Sonst nichts weiter. Alles ein Kunstwerk, selbst die Toten. Ah, das muss ein trauriges Leben sein. So. Es sind hier 3 Saves. Alter. Kann es sein, dass Cohens Galerie auch erst aufgegangen ist, nachdem wir Cohen getötet haben jetzt? Scheiße. Oder es geht schief. Oder doch nicht. Okay, so. So. Und so. Nein, hier ist einer drin. Ein Houdini-Splicer. Nur zeigt zum nächsten Safe. So, zack. Zack, zack. So, haben wir noch ein bisschen Zeit. Zack, zack, zack. Und zack. Way! Und der nächste. Und dann nehme ich jetzt einen Autohacker. Scheiß drauf. Und da war natürlich nur Scheiße drin, alles klar. Okay, ey, also dieser Alarm, dieser Daueralarm hier, der geht mir gerade echt mega auf den Sack. Weil ich will jetzt noch irgendwo dieses Büro finden, es muss... Wow, 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 wow. Mach sie niedergeschützt. Sehr schön. So. Okay, so, jetzt will ich aber hier... Ich will jetzt wissen, wo das verdammte Büro war. Fuck. Wo war das Büro? Scheißdreck. Das gibt's nicht. Ich will das jetzt echt. Ich will das jetzt. Ich will zur Tauchkugel. Ich will hier weg. Aber wo ist das Büro? Fleet Hall. War das in der Fleet Hall? Das war nicht in der Fleet Hall, oder? Alter, und wieder geht der Alarm los. Boah. Warum ist hier Daueralarm? Das gibt's doch nicht. Werden wir jetzt so lange mit Feinden zugeschüttet? Oh, hier war's, oder? Nee, hier war's nicht. Doch, hier war's. Gott sei Dank, und es ist offen. So, wir kriegen nochmal... Ich hätte ein Star am Broadway sein können. Die Sensation von Hollywood. Stattdessen bin ich dir in diesen feuchten Kübel hier gefolgt. Immer wenn du mein Talent brauchen konntest, habe ich es dir geschenkt. Jetzt verrotte ich und warte auf ein Publikum, das... niemals kommt. Ich schreibe etwas für dich, Andrew Ryan. Es ist ein Requiem. So, wir bekommen den Kommentar des Regisseurs noch. Goldene Filmrolle. Haben wir die jetzt? Ja, wir haben sie. Damit haben wir jetzt alles. Ich nehme den Absinth noch mit. Komm. Hihihihi, habe ich den Absinth noch mitgenommen. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt können wir abhauen und ich hau jetzt ab. Ich hau jetzt sowas von ab. Ich will hier raus aus diesem Gebiet. Ist ja furchtbar. Wenigstens ist der Alarm jetzt mal aus. Wahrscheinlich geht er gleich wieder los. Hi Big Daddy. Ciao Big Daddy. So, und jetzt bin ich mal so freundlich und gehe zur Tauchkugel. Über Atlas. So, Spielautomaten könnten wir noch zocken. Das brauchen wir alles nicht. Oh nein. Okay. Hä? Das nicht.
Ah, geht doch. Nein, hör. Hä? Alles. Okay. Hier müssen wir lang. Ah, hier waren wir schon, ne? Rapture Metro. Ach, hier war der Eingang. Klar. Wo wir reingekommen sind. In das Gebiet. Ach, krass. So, kann ich jetzt noch irgendwas kaufen? Autohacker könnte ich mitnehmen, oder? Ist drauf. Autohacker brauchen wir wirklich immer. Ich denke, hier ist jetzt nichts mehr. Da liegt noch eine Eve-Spritze, aber dadurch wird jetzt wieder der Alarm losgehen. Und ich hau jetzt ab. Ich will jetzt in die Tauchkugel. Ich will hier raus. Ich will hier sowas von raus. So, du hast in diesem Abschnitt nicht alle Little Sisters gerettet. Was? Was? Stopp. Was? Hä? Was? Du hast in diesem Abschnitt nicht alle Little Sisters gerettet. Oh, was? Warum? Wo? Aber ich hab doch 4 von 3. Das ist bestimmt der Bug, oder? Das ist bestimmt der Bug, der das jetzt falsch anzeigt. Aber, hä? Hier ist noch eine Tau... Was? Was? Ach, von hier sind wir gekommen. Ich dachte gerade, hä? Jetzt ist hier noch eine Tauchkugel. Scheiße, was mache ich jetzt? Wisst ihr, was das allergrößte Problem ist? Wenn der jetzt hier registriert, ich habe nicht alle Little Sisters gerettet. Dann könnte das bedeuten, dass wir nicht das gute Ende kriegen. Wegen einem Bug. Das wäre halt mega zum Kotzen. Wisst ihr, was wir mal machen? Speicher mal ganz kurz und lad mal kurz rein. Vielleicht, wenn ich den Spielstand neu lade, vielleicht ist es dann ein bisschen besser. So. Wo sind wir? Wo sind wir? Da sind wir. Hier sind wir. Ja. Lad mal ganz kurz rein. Ich will einfach mal nur wissen, ob sich dann vielleicht, ob sich das Problem dann von selbst löst. Ich hab nicht alle Little Sisters gerettet. Ich hab doch alle Little Sisters gerettet. Immer noch 4 von 3. Ich hab das Spiel schon... Oh nee, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Bitte sag mir, dass der Spielstand nicht broken ist. Das wäre jetzt so zum Kotzen. Oh, das wäre so zum Kotzen. Boah, wäre das zum Kotzen. Du hast in diesem Abschnitt nicht alle Little Sisters gerettet. Aber ich hab alle Little Sisters gerettet. Ich gehe nochmal kurz. Boah, das tut mir gerade voll leid. Das tut mir gerade echt voll leid. Aber ich muss jetzt nochmal kurz zurückgehen. Wenn wir jetzt, ey, wenn wir jetzt das schlechte Ende in dem Spiel kriegen, weil die Scheiße verbuggt ist, boah, Alter. Dann raste ich aber aus. So, komm, bitte kommt da jetzt einfach eine Little Sister raus und wir haben's. Bitte. Es gibt hier ja nur den. Es gibt hier ja nur den Big Daddy. Aber es kommt nichts. Es ist keine Little Sister mehr da. Wir haben alle Little Sisters. Definitiv. Wir haben alle Little Sisters geholt. Es gibt ja auch nur diesen Big Daddy. Oder gibt es noch irgendwo anders? Es gibt noch woanders einen Big Daddy. Ich gehe da nochmal kurz. War das überhaupt hier? Das war gar nicht hier. Boah. Es ist jetzt sehr frustrierend. Tut mir jetzt echt leid. Ich mache das jetzt einfach noch für den Rest dieser Folge. Boah, das kotzt mich das gerade an. Wow, kotzt mich das gerade an. Das gibt's doch nicht. Das ist wirklich eine Verarsche. Ich muss zu Poseidon Plaza, ich weiß. Ich renne da jetzt kurz durch. Naja, Rennen ist relativ. Ich gehe da jetzt kurz durch und schau, ob vielleicht der Big Daddy noch eine Little Sister hat und dann schauen wir mal. Also hier ist noch einer, ich weiß es. Oder ist hier hinten noch irgendwas? Nee, oder? Sein.
Kann man nicht wegmachen, ne? Also hier ist, glaube ich, noch ein Big Daddy, wenn mich nicht alles täuscht. Hier. Da oben. Aber der hat auch keine Little Sister dabei. Wo ist er denn jetzt? Hä? Ist er unten, ne? Ich habe gedacht, er wäre gerade oben gewesen. Ich glaube, er ist unten. Da ist ein Splicer. Den sehe ich schon. Da ist er. Und er hat keine Little Sister dabei. Gerade mal kurz, ob er irgendwo anklopft. Wenn er anklopft und keine Little Sister kommt, dann ist definitiv vorbei. Eine Idee hätte ich noch. Aber wenn das so ist, also ernsthaft, wenn diese Theorie sich bestätigt, boah, dann raste ich aus. So, komm schon, Big Daddy, klopf an und bitte kommt deine Little Sister raus. Wenn nicht, dann überprüfe ich noch kurz meine Theorie und dann gehe ich wirklich zur Tauchkugel. Ja, hier ist niemand. Hier ist niemand. Komm schon, ein bisschen nachdrücklicher. Geht doch besser. Es gibt hier keine Little Sisters mehr. Es gibt jetzt noch eine Möglichkeit. Und die gucke ich mir jetzt an. Hi. Ich vergeude jetzt hier Munition im Gebiet, das ich schon abgeschlossen habe, ich weiß. Da finden eh wieder welche. Scheiß drauf. So, dazu muss ich jetzt hier den richtigen Laden mal kurz finden. Die Munition mitnehmen. Wobei, wenn wir gerade hier sind, hier ist der Munitionsautomat, den wir gehackt haben. Ganz ehrlich. So. Ich muss jetzt mal kurz den richtigen Laden finden. Wenn das richtig ist, wenn das stimmt. Also es kann eigentlich nicht sein. Es kann wirklich nicht sein. Aber ich überprüfe es jetzt trotzdem nochmal. Nee, das ist nochmal der Grand Preis. Wo ist denn das? Ich suche gerade die Galerie. Pharaoh's Fortune. Was war das hier? Casino. Ja, waren wir hier drin? Ja, doch, waren wir. Nee, waren wir nicht. Oben ist eine nicht gehackte Kamera. Scheiße. War ich zu langsam? Ach du Scheiße! Das nutze ich jetzt einfach mal aus, komm. Ganz ehrlich. Wenn wir gerade sowieso hier sind. Neues Tonikum, Security Expert 2. Geil. Au! Alter! Houdini-Splicer. Kackter Mist. Scheißdreck. Die bekriegen sich auch gegenseitig, Gott sei Dank. Boah, scheiße. Gott sei Dank bekriegen die sich gegenseitig. Der hat's auch. Okay. Wir sind hier völlig falsch, ich weiß, aber hier gibt's nochmal ein Tonband. Ich habe gerade den Befehl bekommen, Anna Culpepper kalt zu machen. Das ist keine Kriminelle oder so eine abgebrühte Agentin.
Wir sprechen hier von einer vollgedröhnten Irren, die ein oder zwei Songs geschrieben hat, die Ryan nicht gefallen. Das war ja kurz. Jetzt nochmal eine Genbank, aber es bringt uns auch nicht viel, glaube ich. Ein sehr, sehr seltsames Bild. Jetzt kann ich das eigentlich fotografieren. Versuch es wert. So. Okay, da sind wir reingekommen und ich glaube, sonst gibt es hier gar nichts mehr. Es gibt noch ein Safe. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Okay, ciao. So. Oh Gott. So. So. Was sind das? Hab ich ja noch gar nicht gesehen. So und so. Safe lässt sich öffnen. Schön. Naja, viel hat es jetzt nicht gebracht, egal. Okay, raus hier. Ich will jetzt noch mal ganz kurz in die Galerie gucken. Wo ist diese verschissene Galerie? Die war doch hier! Und da kommt wieder Spider-Splicer. Mann! Könnt ihr mich nicht einmal in Ruhe lassen? Das wäre echt geil. Wo ist denn Cohens Galerie? Oder bekriegen sie sich wieder gegenseitig? Oh. War es auf jeden Fall nicht. Rapture Records. Ja, das kennen wir ja noch. War die Galerie unten? Pharaoh's Fortune? Da war die Galerie unten, ne? Wir darauf wetten können, dass die oben ist, aber anscheinend nicht. Spirits, wo ist diese verdammte Galerie? Wir waren doch da. Tobacco. Ryans Galerie, nicht Ryans Galerie. Cohens Galerie, wo ist die? Hier ist der Tabakshop. Uns gar nichts gebracht hat. Oh. Ob es dafür irgendwas gibt, 50.000 Spider-Splicer umbringen. So, hier wollen wir nicht hin. Was war das nochmal? More items downstairs. Nee. Fuck. Jetzt finde ich es nicht mehr. Mann. Fuck. Geh nochmal zurück. Also wenn ich es jetzt nicht finde. Also wie gesagt, ich glaube eh nicht, dass es stimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ist, dass das die letzte Little Sister sein soll. Aber es wäre eine Möglichkeit. Es wäre echt eine Möglichkeit und es wäre so bitter, wenn es stimmen würde. Es wäre so bitter. Da ist es. Cohens Collection Fine Art. Wo ist es? Wo ist der Eingang? Das ist unten, oder? Ja, du wolltest niemanden verletzen. Verpiss dich. So, der ist auch alleine. Okay. Lethal. Nee, das ist es definitiv nicht. Da ist es. Also folgendes. Das kann nicht sein, oder? Huch. Was? Aber die hat sich gerade verändert. Also. Folgendes. Wenn hier jetzt die hat es sich gerade verändert. Boah, also hey, Big Daddy, willst du vielleicht mal hier reinkommen und die Little Sister befreien? Weil ich höre halt die ganze Zeit so seltsame Geräusche hier und kann nicht sein. Was ist das für Geräusche?
bringt gar nichts. Okay, dann weiß ich es nicht. Dann ist es wahrscheinlich ein Bug. Dann weiß ich echt nicht, wie ich die letzte Little Sister hier bekommen soll. Das ist für mich jetzt echt ein Rätsel. Ich will jetzt auch einfach nicht... Also ich will jetzt definitiv nicht nachgucken, weil das die billigste Methode wäre. So lieber im Nachhinein an. Ärger mich dann, wie dumm ich war. So. Dann nehme ich mal Abschied von dem Gebiet zur Not. Ich meine, wir können ja theoretisch jederzeit wieder hierher zurückreisen. Das ist ja eine Möglichkeit. Ich reiß jetzt weg hier. Ich reiß es, es geht einfach nicht anders. Wenn wir jetzt halt nicht das gute Ende bekommen, dann war es halt ein Bug. Oder ich bin einfach zu dämlich und hab's übersehen. Ja. Hephaestus. Okay. Office of Andrew Ryan, da sieht man es schon. Okay, bin ich mal gespannt. Daten werden geladen. Bitte den PC nicht abschalten. Was du sagst. So, und bevor ich jetzt großartig hier weitermache, mache ich erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause und auch eine... Aufnahme-Session-Pause und dann machen wir gerade in der nächsten Aufnahmesession hier im nächsten Kapitel weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.